Die große OE24 TV Bundesliga Show. Anpfiff. Anpfiff heißt es wieder. Los geht's mit der großen Bundesliga-Show auf OE24 TV. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben heute alle Highlights, alle Tore und alle Ergebnisse der 6. Bundesliga-Runde für Sie. Machen Sie es sich schon mal gemütlich auf der Couch. Gleich sind Frankie Schinkels und Ferip Tatzik am Wort. Aber zuerst habe ich den Ablaufplan für die heutige Sendung für Sie. Ganz zum Schluss zeigen wir Ihnen die treffsichere Analyse für das heutige Topspiel Sturm gegen Rapid. Aber los geht's mit LASK gegen Wolfsberg. Die beiden Sensationsteams der Liga, kann man sagen. Wer hat da heute die Nase vorn? Ja, Frankie, in erster Linie freuen wir uns wieder, an diesem Tisch zu sitzen, auf viele spannende Spiele, noch mehr tolle Tore. 6. Runde mittlerweile, ja, das erste Spiel LASK gegen WAC. Man muss sagen, der LASK, knapper Sieg gegen Hartberg und auch die Kärntner ungeschlagen, unentschieden gegen Sturm 1:1. Also da ist viel Selbstvertrauen bei beiden Teams mit dabei, oder? Ja, und die Clivia hat das richtig gesagt. Überraschungsmannschaften, wobei der LASK für mich ein hervorragender Fußball spielt. Die sind richtig in dieser Euroleague-Form, auch in der Meisterschaft haben wir die schon richtig angeschrieben. Ja, und WAC ist für mich spielerisch einer der besseren Mannschaften, spielen einen schönen Fußball. Ja, ich freue mich auf die Partie. Ich mich auch. Die zweite Station ist dann am Verteilerkreis, Clivia. Ganz genau. Austria gegen Mattersburg. Und die Mattersburger haben ja einen neuen Trainer. Ist die Frage, kommen sie jetzt dadurch in Schwung? Ja, Clivia, in Schwung müssen es kommen, die Mattersburger, weil es schon schaut schlecht aus. Aber was kann ein Trainer in 4 Tagen bewirken? Er kann die Dresse ändern lassen, er kann die Jungs einen neuen Haarschnitt verpassen. Aber ob er jetzt schon so viel übers Training die Mannschaft überreicht hat, ich weiß nicht, ob das geht. Ich glaube das noch nicht. Wenig Zeit und die Wiener Austria könnte was Historisches schaffen, wenn sie gewinnen. Dann ist es der 500. Sieg in ihrer Bundesliga-Geschichte. Also wird interessant, was da auf uns zukommt. Drittes Spiel. Ja. Und bis jetzt ungeschlagen in der Generali Arena. So ein richtiges Heimstadion, für Mattersburg, muss man auch sagen. Nicht leicht. Ja, ganz schwierige Aufgabe. Ja. Innsbruck, dann die dritte Station bei uns. Ganz genau. Innsbruck gegen Hartberg, das Duell der großen Aufsteiger sozusagen. Wer hat da die Nase vorn, wer hat die besseren Karten? Aufsteigerduell. Ja, ist beide spielen gefällig, aber die müssen Punkte, die brauchen Ruhe im Verein, die brauchen Sicherheit, die müssen dann langsam sich ein bisschen hineinarbeiten, ja, in diese Bundesliga. Aber ja, auch die zwei Trainer haben natürlich eine neue Situation. Überhaupt Dachsbacher, der letzte Saison natürlich als Meistertrainer da gestanden ist. Und jetzt muss er schauen, dass er den Anschluss in der Mitte bekommt, dass er nicht unten drinnen bleibt. Und den Heimvorteil, den du gerade bei den Veilchen angesprochen hast, den haben die Innsbrucker momentan noch nicht zu Hause, noch nicht angeschrieben. Also es wäre ein erster Heimsieg im eigenen Stadion schon überfällig. Und man muss davon ausgehen, dass das Niveau gleich ist. Beides kommen von unten. Wahrscheinlich, ist ein Kopf-an-Kopf-Spiel. Ja. Von Innsbruck geht es dann weiter nach Vorarlberg. Ganz genau. Altach gegen St. Pölten. Da muss man sagen, die Niederösterreicher erleben ja aktuell einen richtigen Höhenflug. Die Frage ist, geht der weiter oder kommt jetzt mal die große Bruchlandung? Ich sag, das geht weiter. Ja, weißt du, was es ist? Wenn die St. Pöltener so weiter gewinnen, weiter Punkte, dann ist das kein Glück mehr. Dann ist das Können, dann ist das Qualität. Und natürlich, das wissen wir doch im Leben, wenn du Erfolgserlebnisse hast, dann baust du das aus und dann kriegst du auf einmal eine breite Brust und dann gelingen die noch mehr Sachen und so weiter und so weiter. Und auf einmal bist du Red Bull-Jäger. Na, wer hätte das geglaubt? Ja, keiner vor dieser Saison, wir wahrscheinlich auch nicht. Ja. Und Red Bull-Jäger bringt uns gleich zum nächsten Verein. Wir sind beim Meister. Ja, und man kann davon ausgehen, dass Red Bull mit einer regelrechten Torgala wahrscheinlich das Champions League Ausscheiden vergessen machen will. Die Frage ist, wird das gelingen oder wird sich die Admira hier heute durchsetzen? Sie planen eine Torgala, aber wie angeknackt ist dieses Selbstvertrauen noch bei den Bullen? Ich glaube schon, dass das richtig hineingegangen ist, die Champions League, das war so ein Riesenziel. Aber jetzt ist das tägliche Brot ist die Meisterschaft und sie haben natürlich mit den Rotationen bis jetzt sehr viel Glück gehabt auch und Können gehabt. Und Admira ist nicht in Form. So, ja, jeder erwartet, auch wir, viele Tore und für Admira ist eigentlich nicht zu holen. Ja, und Frankie, dann haben wir noch das 6. Spiel, das absolute Topspiel in dieser Runde. Ja, das kann man wohl Topspiel nennen. Ja, Sturm Graz gegen Rapid mit den beiden verlorenen Söhnen sozusagen, Allah und Potzmann. Mehr Brisanz geht wirklich nicht. Ich hoffe nur, die beiden schießen dann ins richtige Tor, oder?
Ja, und Rapid hat natürlich diese Euphorie von der Euroleague, die muss ja Wundern bewirken. Ja? Die muss Selbstvertrauen geben. Sturm Graz braucht auch zu Hause einmal so richtig einen Sieg, um die Fans, die doch letzte Saison verwöhnt waren, auch überhaupt mit dem Cup-Sieg auch noch, um die wieder zufriedenzustellen. Es ist ein Schlager, aber ich hoffe auch, dass das spielerisch ein Schlager wird. Mhm. Garantiert. Damit rein in die heutige Sendung, gleich mit unserem ersten Spiel, und das heißt LASK gegen Wolfsberg. Ja, Frankie, wer hat die besseren Karten? Vor der Länderspielpause jetzt noch ein Sieg würde gut tun. Für beide, aber ausgeglichen, glaube ich, die Partie. LASK ist heimstark, hat überhaupt tolle Spieler geliefert. Ja, und WAC, vergiss mal nicht, 6-0 in Mattersburg. Okay, LASK ist schon stärker, aber die können auswärts schon was tun. Die spielen gut, spielen befreit, haben jetzt Selbstvertrauen. Schmerböck gerade in einer Superform. Ja, unglaublich, der Junge. Natürlich Lindl, der Spielmacher derzeit auf unsere Plätze. Ein richtiges, gutes Spiel. Beide Mannschaften sind auf jeden Fall richtige Sensationsteams, und damit sind wir gleich direkt beim Duell dieser Sensationsteams. Und damit schauen wir gleich mit Ihnen auf die Aufstellungen. So sieht das Ganze aus beim LASK. Das sind die ersten 11, Frankie, die heute ran dürfen. Ja, das ist natürlich das große Vorteil von Oliver Glasner. Er hat oft diese Mannschaft. Ja, die spielt, glaube ich, schon seit 7-8 Mal hintereinander, inklusive Euroleague. Schlager, super Tormann. Rams Ebner, Traune. Traune ist für mich einer der besten Defensivspieler derzeit. Michol und Holland sind die stabile Sechse. Otto Bagno kriegt heute statt Tete der Vorderhand. Und links ist für mich einer der besten Offensivspieler, Victor, und rechts Goyinger. Spielen ein 3-4-3, System kennt man, ist ein bisschen das Salzburg-Idee. Tolle Mannschaft. Und sehr, sehr eingespielt, wie du völlig richtig sagst. Wir sind beim WAC, das ist die Mannschaft der Kärntner. Ich könnte mir jetzt das Gleiche sagen wie bei LASK. Mhm. Auch die Mannschaft spielt letztes lang zusammen. Mhm. Veränderung gibt es im Tor diesmal? Im Tor, ja. Der Soldo spielt, kenne ich noch zu wenig. Ja, und sonst, Mittelfeld ist hervorragend, Leitgeb, Lindl, Wenitschnik, Ritzmeier. Ja, für mich, Orgil, haben wir eh schon gesagt, der Junge, der bewegt, der arbeitet, der tut, der beschäftigt. Und Schmerböck, Ferre, du hast es schon gesagt, der hat gesagt, ich bin jetzt weg von Sturm und jetzt zeige ich mal so richtig, wie gut ich bin, und hat schon einige Tore geschossen. Und wie es denn heute verlaufen ist? Hier ist der Spielfilm aller Highlights für Sie zwischen LASK und Wolfsberg. Der LASK gegen Wolfsberg kann zweifelsohne als Topspiel der sechsten Runde angesehen werden. Denn die Oberösterreicher, die halten bei 10 Punkten und die Kärntner immerhin bei 8 Zählern aus den ersten 5 Begegnungen. Die Mannschaft von Oliver Glasner ist seit 20. Mai daheim ohne Niederlage. Zuletzt gab es einen Dämpfer gegen den WAC, nämlich ein 1:3. Und die Wölfe haben auch gleich die erste Chance. Flanke hier von Wernitznik und guter Kopfball hier von Orgil. Aber Schlager ist zur Stelle und verhindert den frühen Gegentreffer. Hier sehen wir das punktgenaues Zuspiel auf Orgil, aber Schlager ist zur Stelle. Dann die Linzer hier. Otto Bagno versucht sich durchzusetzen, trifft einen Gegenspieler aus dem Hintergrund. Es ist Michol, doch der Ball, der geht deutlich am Tor des jungen Torhüters Soldo, der das erste Mal in dieser Saison zum Einsatz kommt, vorbei. Hier noch einmal Otto Bagno scheitert und der Nachschuss geht auch am Tor vorbei. Dennoch Applaus von Oliver Glasner, der seine Mannschaft so richtig pusht. Die Mannschaft manchmal ein bisschen zu viel motiviert, wie wir auch hier sehen. Zusammenstoß zwischen Geuginger und Schiedsrichter Hakam. Eine richtige Eishockey-Aktion. Noch einmal Batsch, ein richtiger Bodycheck. Aber ohne Auswirkungen, beide können weiterspielen. Und dann ist es wieder der WAC, der hier eine gute Möglichkeit hat aus einem Konter in der Person von Orgil. Doch der scheitert hier, will einen Freistoß rausholen. Zweikampf mit Holland, aber Hakam entscheidet hier auf Freistoß für den LASK. Warum sehen wir hier? In Handballmanier macht das hier der Stürmer. Das geht natürlich nicht und damit die Chance vorbei. Dann der LASK, der sich wieder gut durchsetzt und hier eine gute Freistoßdistanz. Ritzmeier ist der Übeltäter. Otto Bagno wird hier gelegt. Und das ist natürlich eine ideale Position jetzt für den Linzer Traditionsverein. Michol tritt an über die Mauer und der Ball ist im Tor. 1:0 für den LASK nach 29 Minuten. Ein super Treffer von Peter Michol, der den Ball hier über die Mauer hinweg genau ins Kreuzeck schlänzt. Wir werden es in der Zeitlupe sehen.
Ein super Treffer und da kann der junge 21-jährige Torhüter Soldo überhaupt nichts machen. Der Ball ist im Netz und es heißt damit 1:0 für den LASK. Und hier schon die nächste Chance. Otto Bagno, der immer wieder sehr auffällig ist, sieht, dass der Torhüter zu weit aus seinem Gehäuse steht. Versucht hier das mit einem Heber, aber dann ist Soldo doch zur Stelle. Hier noch eine Chance für den WRC. Guter Kopfball hier von Solbauer war's. Aber das Spielgerät, das geht am Tor vorbei. Und dann noch einmal der WRC. Hier ein Zuspiel auf Marc-André Schmerböck. Der hat schon 5 Treffer erzielt in der noch jungen Saison. Aber diesmal findet er in Schlager seinen Meister. Wir sehen es hier, ein super Zuspiel von Orgil. Dann setzt sich Schmerböck gegen Ranftl durch. Aber Schlager macht das wunderbar und verhindert es. Ja, Überflieger ist hier noch keine Mannschaft, aber der LASK ist in den ersten 45 Minuten doch eindeutig die spielerisch bestimmende Mannschaft, die auch mit 1:0 in die Pause geht. Dann nach dem Seitenwechsel die nächste gute Möglichkeit. Viktor hier mit dem Zuspiel auf Holland. Und es heißt 2:0 für den LASK in der 48. Minute. Der erste Treffer des ehemaligen Austria-Legionärs. Nach 133 torlosen Bundesligaspielen trifft er das erste Mal. Und da gibt es sogar einen Zwinker von Oliver Glasner. Auf der Gegenseite nur harmlose Versuche der Kärntner, wie hier beispielsweise Wernitznik. Doch dieser Schuss ist überhaupt keine Gefahr. Zuspiel hier von Orgil. Wernitznik durch die Beine, aber der Ball geht doch 1,5 Meter am Gehäuse vorbei. Dann wird es noch einmal ruppig. Hier ein Zusammenstoß. Und dann geraten Holland und Sascha Jovanovic aneinander und haben sich einige nette Worte zu sagen. Allerdings ohne Auswirkungen. Und dann noch einmal der WRC, der es hier in der Schlussphase noch einmal versucht. Aber wieder ist es Schlager, der hier erklären kann. Hier sehen wir es, Orgil, aber Schlager ist zur Stelle und verhindert den Gegentreffer. Das war es dann auch schon wieder. Der LASK gewinnt diese Begegnung mit 2:0 und geht als Dritter in die Länderspielpause. Der WRC, der kassiert die zweite Niederlage in dieser Saison. Ja, ein 2:0 am Ende für den LASK. Die können entspannt in die Länderspielpause gehen. Ja, sehr entspannt, weil sie haben bis jetzt super gespielt. Sie sind für mich jetzt der echte Red Bull Salzburg-Jäger einmal, weil sie haben die Qualität, sie haben einen Kader. Und ja, sie gewinnen auch solche schwierige Spiele trotzdem gegen WRC, weil WRC bis jetzt, bis heute, eine tolle Auswärtsmannschaft. Aber LASK war einfach zu stark heute. Ungewöhnlich auch für die Kärntner, dass sie einmal 2 Tore in einem Spiel kassieren. Und das, was du vorher schon richtig gesagt hast, der LASK unglaublich stabil und sehr, sehr eingespielt. Ja, und wenn du natürlich dann einen Doseöffner brauchst, dann ist das ein Standard, ja, das will man dann auch sehen. Dann siegst du dann auch, dann kann LASK das auch. Die haben ein paar Spieler drinnen mit einer unheimlichen Schusstechnik. Und der Michael Bäte ist so einer. Und ja, dann hast du das Spiel einmal geöffnet mit einem Standardtor und dann läuft es noch besser. 29. Minute, Peter Michael, du hast ihn schon angesprochen. Ja. 22 Meter die Entfernung, 81 km/h die Geschwindigkeit. Ja, fertig. Aber ja, ich sage der Keeper mal, ja, schaut nicht gut aus. Ich würde sagen, Junge, flieg! Jetzt musst du fliegen, nicht hinlaufen. Du musst hinfliegen, dann hast du eine kleine Chance. Aber der liebe Gott gibt uns alle was mit in der Welt. Aber den Michel hat er auf sein linkes Bein geachtet und hat ihn schön geputzt als Baby. Weil der hat so eine ganz gute Technik. Mhm. Der bringt die Bälle dahin, wo er will. Und super toll. Ja. Und in Minute 48 dann der Routinier James Holland ist zur Stelle. Ja, der fand zum Tor zum Schießen, aber der war früher immer vor der eigenen Abwehr. Ja. Entschuldigung. Und jetzt geht er mit, der James. Nicht aus Holland, aber so heißt er, James Holland. Und ja, macht genau das, was ein Mittelfeldspieler machen muss. Schiebt mit im 16er, wartet auf den Rückraumpass. Super und tolles Tor. Mhm. Eingespielt. Und der LASK für dich, Bullenjäger Nummer 1? Ja, absolut. Absolut. Derzeit. Interessant. Natürlich, Oliver Glasner kommt aus der Red Bull-Schule, kennt es, hat auch ein bisschen eine Kopie gemacht. Yeah. Für mich LASK jetzt noch Red Bull vor allem, aber sie sind am Weg. Könnte sich weiterentwickeln und sie können sich auch noch steigern. Wir sind in Kürze wieder bei Ihnen, haben dann den Meister noch im Angebot. Meister Salzburg klarerweise, außerdem auch Sturm und Rapid. Und
In Kürze geht's weiter mit der Wiener Austria gegen Mattersburg. Damit bis gleich. Die große OE24 TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Jeden Sonntagabend jetzt Ihr neuer Fixtermin. Willkommen zurück zu Anpfiff, Ihrer großen Fußball-Bundesliga-Show. Jetzt immer am Sonntagabend von 22 Uhr bis Mitternacht bei uns auf OE24 TV. Wir sind in Wien am Verteilerkreis. Den Heimvorteil der Wiener Austria haben wir schon ganz kurz angesprochen. Wird es der 500. Sieg in der Bundesliga-Geschichte gegen Mattersburg? Ja, eigentlich steht nichts im Wege. Die Wiener Austria hat jetzt wieder einen Heimvorteil, spricht auch drüber. Und obwohl letzte Woche gegen St. Pölten auswärts die Leistung spielerisch nicht gut war. Aber ich gehe doch davon aus, Mattersburg hat Probleme. Er hat jetzt einen neuen Trainer. Seit 4 Tagen, der Klaus Schmidt, kennt man, kennt die Liga. Aber er kann auch nicht so viel machen. Wenig Zeit, ganz einfach. Wir wissen nicht, wie Mattersburg als Mannschaft verletzt ist nach der Baumgartner-Geschichte. Und deswegen bin ich gespannt, wie der Austria, ob die gleich von Anfang an draufgehen. Mhm. So richtig, wie es gehört. Ja, schauen wir mal. Mattersburg extrem angeschlagen, aber auch die Wiener Austria hätte sich sicher schon mehr vorgestellt in dieser Saison. Ich glaube, dass die Wiener Austria von dem Thomas Letsch, der auch aus dieser Red Bull-Schule kommt, Liefering, das Gleiche erwartet wie LASK ist. Nur LASK ist eingespielt. LASK hat eine sehr stabile Mannschaft, einen Kader. Das hat die Austria noch nicht. Austria ist noch auf der Suche. Mhm. Und Austria muss natürlich sein Handschrift von Thomas Letsch richtig dann bald zeigen. Mhm. Die Wiener Austria gegen Mattersburg, für uns das große Duell der Krisenclubs. Bei der Aufstellung der Wiener Austria gibt es kleine Veränderungen. Das sind die Spieler, denen Thomas Letsch das Vertrauen diesmal schenkt. Prokop und Thurgemann zum Beispiel neu in der Startelf. Ja, zu Recht, Prokop. Prokop ist ein österreichischer junger Spieler, sehr talentvoll, gefällt mir gut, ist ein bisschen so Schaub-Idee, so Murk von Rapid. Triblanski spielt eigentlich hauptsächlich zu Hause. Und aus der eigenen Akademie. Kommt aus der eigenen Akademie. Mhm. Und man spielt jetzt wieder mit Edo Wonci, der hat das Vertrauen, Monschein nicht, sondern der Türkemann, der Israelier. Ja, Matic Grünwald kennt man, guter Ebner hat sich hineingefunden als stabiler Sechser, Schössengeier. Mit Madl jetzt in der Innenverteidigung. Ja, Austria hat eigentlich natürlich eine Mannschaft, wo man einen Sieg erwarten muss. Ja, und Frankie, du hast es schon völlig richtig gesagt. Wenig Zeit für den neuen Mattersburg-Trainer, für Klaus Schmidt. Und das sind einmal seine Anfangsmänner. Ja, natürlich, er kennt die Mannschaft sicher, weil er war bei Altach, er war schon öfters in der Liga, wo er Mattersburg gesehen hat, kennt die Spieler. Ja, muss natürlich jetzt was probieren und wird natürlich in dieser Phase von Mattersburg jetzt eher mit einer Fünferkette spielen in der Defensive und dann hoffen auf schnelles Umschalten, auf einen Konter, auf Weitschüsse, auf Standards. Das hat eigentlich Mattersburg früher gut und stark gemacht. Ja. Unser großes Duell der Krisenclubs zwischen der Wiener Austria und Mattersburg. Hier sind die besten Szenen. Das ist der neue Mann auf der Trainerbank, der Mattersburger Klaus Schmidt soll die Burgenländer wieder zurück in obere Tabellenbereiche bringen. Allerdings die heutige Aufgabe, die ist extrem schwierig. Zu Gast bei der Wiener Austria, tolle Choreografie, strömender Regen und die Veilchen streben ihren 500. Bundesliga-Sieg an, können damit Geschichte schreiben. Kommen in der Anfangsphase sehr oft über die linke Außenbahn, über Klein und dann Thurgemann, der nicht mehr richtig zum Ball kommt. Gute Situation gleich. Die Austria im 4-4-2, sehr oft gefährlich. Über rasche Vorstöße. Edom Boni und Thurgemann, die Sturmspitzen heute von Beginn an. Auch Prokop heute neu im Spiel. Harte Situation, Rupik geführte Partie Cuevas, der sich nach etwas mehr als einer halben Stunde die gelbe Karte abholt und die ist völlig zu Recht. Wir sehen es gleich noch einmal, extrem harter Einstieg, das ist schon dunkelst gelb für mich. Hätte sich nicht wundern müssen, wenn schon vorzeitig sein Arbeitstag beendet ist und Cuevas unter der Dusche steht. Und dieser Freistoß, der ist folgenschwer. Flanke durch Renner, Penz mit der zu kurzen Abwehr und Kano nach 33 Minuten mit der Führung für die Burgenländer. 1:0 für Mattersburg.
Das Ganze etwas abseits verdächtig. Ortiz möglicherweise einen Hauch weiter vorn, greift aber dann nicht mehr ins Spiel ein. Pence mit der zu schwachen Faustabwehr, den muss er viel besser klären. Da geht's Ping-Pong, der Ball springt vor die Füße von Mara und von dort prallt der Ball dann direkt zu Cano und der hat dann leichtes Spiel und schiebt souverän ein zur Führung der Mattersburger. Klaus Schmidt ballt die Faust, ist zufrieden, die Taktik geht bis hierhin auf. Und die Burgenländer bringen diese knappe Führung dann auch in die Kabinen. Klaus Schmidt bastelt weiter am Brett und so sieht das Ganze nach dem Seitenwechsel auf dem Rasen aus. Alois Höller rauscht heran, Ball fliegt vorbei. Der Mann ist gelernter Verteidiger, ein richtiger Goalgetter, setzt den möglicherweise platzierter auf das Tor von Pence und macht ihm eventuell Schwierigkeiten. So bleibt es aber bei der knappen Führung für die Mattersburger. Die Burgenländer sind offensiv sichtlich bemüht. Die Austria in dieser Phase viel zu harmlos. Dann ganz strittige Situation. Gruber, der zuerst Scheußengeier einfach stehen lässt und dann springt der Ball an den heranrauschenden Arm von Michael Madl. Heftige Proteste. Der Mattersburger Schiedsrichter Christopher Jager sagt, nein, kein Handspiel. Geht für mich in Ordnung, auch wenn es durchaus diskussionsfähig ist. Und dann direkt auf der anderen Seite. Und da gibt es den Pfiff. Strafstoß für die Veilchen. Toll gemacht von Alexander Grünwald, der herrlich durchsteckt. Und nach diesem Zweikampf zwischen Mara und Edom Woni gibt es den Pfiff von Christopher Jager. Da geht Mara viel zu ungestüm in diesen Zweikampf. Das muss er einfach besser lösen. Edom Woni nimmt diese Einladung an. Und damit gibt es zu Recht diesen Strafstoß. Christoph Monschein, neu im Spiel für Turgemann. Kurze Aufregung. Aber dann Lukas Venuto macht's vom Punkt nach 78 Minuten das 1:1 für die Wiener Austria. Sein erster Treffer seit Februar. Und auch damals hat er gegen die Mattersburger getroffen, so auch heute. Sein Vater im Stadion. Danach gibt es den Gruß auf die Tribüne mit besonders viel Selbstvertrauen. Und nur wenige Augenblicke danach, Edom Woni auf Alexander Grünwald. 79. Minute, das 2:1 für die Wiener Austria. In 85 Sekunden drehen die Veilchen dieses Spiel komplett um. Klasse gemacht, schönes Auge und dann Alexander Grünwald, der Kapitän. Mit seinem starken linken Fuß lässt er sich dann diese Chance nicht mehr entgehen und erzielt das 2:1 für die Wiener Austria. Und das ist es. Dann auch am Ende ein knapper Sieg für die Veilchen, ein historischer, der 500. in der Bundesliga-Geschichte. Und Frankie, in ganzen 85 Sekunden von der Hölle in den Himmel. Wie glücklich war es am Ende für die Wiener Austria? Ja, du sagst Hölle und ich sag Höller, mhm. Der Spieler, der muss das zweite Tor machen. Ja, der hat so eine Riesenchance. Aber du, wenn du kein die Vorentscheidung sein können. Wenn du kein Glück hast, kein Pech, dann kommt das Pech auch oft dazu. Und das war natürlich auch Pech. Auch den, den nicht gegebenen Elfmeter kann man auch pfeifen. Ja. Mhm. Aber ja, okay, so geht's dann. Die Austria macht dann genug Druck, kriegt dann den Elfmeter und ja, dass der Grünwald im 16er immer den Kopf hinterher hat und dass er dann sieht, wo der Tormann steht, war super toll. Und einfach die Qualität besitzt, das sollte bekannt sein. Nach 33 Minuten die Führung, aber zuerst einmal, wir gehen es chronologisch durch, für die Mattersburger. Pence mit der zu kurzen Abwehr und dann Cano. Ja, ich finde, dass der Pence da, der muss ja viel dynamischer und viel härter rausgehen, der Ball muss Richtung Mittelauflag, das ist ein bisschen was. Ja, und der Cano aus der Drehung, das war nicht einmal so leicht und war ein schönes Tor. Vielleicht kann man auch sagen, ein paar Zentimeter, vielleicht abseits. Aber ja, Ortiz eventuell die Fußspitze weiter vorn, greift aber nicht mehr ein in diese ganze Szene. Aber der Freistoß ist gut geschossen, um 5 Uhr, aber der Tormann muss hier dynamisch raus. Der Ball, wenn er kommt, der Tormann, dann muss er weg. Punkt. Mhm.
Auch ganz bezeichnend, war die Austria teilweise zu ideenlos? Erst durch einen Elfmeter ist dann der Umschwung überhaupt eingeleitet worden? Ich glaube, dass im Vorfeld jeder, auch wir, sage ich mal, und natürlich die eigenen Fans, ein Torfestival erwarten. So ist es auch nicht. So gut ist die Wiener Austria auch wieder nicht. Ja, ja. Sehe letzte Woche 0-0 gegen SK in St. Pölten. Und jetzt erwartet man das und dann hemmt das. Mhm. Ne? Dann geht es nicht befreit und dann brauchst du ein Tor, um dann wieder befreit zu spielen. Und ja, das haben wir mit den Elfmetern bekommen. Es dauert bis zur 78. Minute, ehe die Wiener Austria dann doch noch dieses Spiel in den Griff bekommt. Lukas Venuto, ganz sicher vom Elfmeterpunkt. Ja, ist natürlich auch nicht so leicht. Man kann sagen, ja, Elfmeter, der muss einer. Ich habe schon ganz andere Spiele Elfmeter verschissen sehen. Aber das macht er gut, war wichtig. Und dann geht ein Ruck durch die Mannschaft. Ja? Und dann spürst du, okay, da ist noch mehr drinnen. Und Mattersburg denkt sich, puh, schaut auf die Uhr, wie lange haben wir noch? Ein Punkt wäre auch schön. Das ist zu wenig. Mhm. Und die Burgenländer haben kräftig gezittert, so sehr, dass es nach 85 Sekunden dann den nächsten Treffer für die Wiener Austria gegeben hat. Schöne Vorarbeit von Edom Boni. Ja, aber ich finde das von Grünwald find ich top. Er ist im 16er, er schaut auf, Edom Boni macht das gut. Und der Sixers, er weiß, dass der Kuster nicht gut steht für seinen Schuss. Und das ist klasse. Der 500. Bundesliga-Sieg, damit seit 1974 für die Wiener Austria. Und du hast die Heimstärke in der neuen Generali-Arena angesprochen. Alle 8 Treffer, die die Veilchen erzielt haben, im eigenen Stadion. Ja, deswegen ist es dann auch ein Vorteil. Und hat man recht, wenn man gesagt hat, im Happelstadion, wunderschönes Stadion, sitzen 5000 Leute und du siehst es. Aber es ist kein Heimvorteil. Aber es ist kein Heimvorteil und die Auswärtsmannschaften tun sich dann auch leichter. Jetzt kommt mehr Druck, kommt mehr Druck auf den Schiedsrichter, vielleicht auch deswegen Madl kein Elfmeter. Da auf der anderen Seite schon. Ja, das ist so. Andererseits, wo muss die Wiener Austria noch die Hebel ansetzen, damit man auch einmal in der Fremde trifft? Ja, ich finde, dass wenn der Letsch muss so langsam auch ein System herzaubern, wo den Handschlag muss man sehen. So wie der Oli Glasner, so wie der Rose, das muss man sehen. Und das kann er. Ich weiß nicht, ob die Spieler bereit sind, auch das zu machen, mit Pressing und so weiter. Wäre gut, weil die Austria muss natürlich jetzt auch Auswärtspunkte oben dabei zu bleiben. Mhm. Welchen Eindruck haben die Mattersburger hinterlassen? Erstes Spiel für Klaus Schmidt jetzt als neuer Coach? Ich finde, Klaus Schmidt ist eine gute Wahl, ist ein guter Trainer. Jetzt hat er die Länderspielpause, die kann er nutzen, um die Mannschaft besser kennenzulernen. Und er muss so schnell wie möglich diese negative Energie aus den Köpfen, da muss positive Energie wieder in Mattersburg entstehen. Und dann müssen es wieder die Mannschaft sein, die schwer zum Schlagen sind. Und die auch wieder robust in die Arbeit gehen und dann wieder auf Standard schauen, schnell umschalten. Mattersburg muss immer um Platz 8 bis 10 spielen. Mattersburg hat auf jeden Fall alle Hände voll zu tun in diesen ruhigen Bundesliga-Tagen, jetzt in der Länderspielpause. Wir sind in Kürze wieder bei Ihnen, verschnaufen einmal ganz kurz und haben gleich das große Duell der Aufsteiger zwischen Innsbruck und Hartberg für Sie. Also bleiben Sie bei uns, bis gleich. Die große OE24 TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder den Sonntagabend mit uns teilen. Ihr neuer Fixtermin, was Fußball angeht, jeden Sonntagabend von 22 Uhr bis Mitternacht. Alle Spiele, alle Tore aus der österreichischen Fußball-Bundesliga in Anpfiff bei uns auf OE24 TV. Innsbruck gegen Hartberg. Die beiden Aufsteiger jetzt. Unser nächstes Spiel. Sind die Innsbrucker reif für den ersten Heimsieg? Ja. Weil Hartberg, mit aller Respekt, ist eigentlich die gleiche Level, gleiches Niveau. Ja, und man braucht Punkte, Ferri. Man muss da unten weg, um noch mehr Selbstvertrauen zu tanken und noch mehr Spielwitz zu bekommen, Kreativität. Weil sonst kämpfst du nur gegen den Abstieg und sonst spielst du um irgendeine schöne Platzierung in der Mitte. Innsbruck gegen Hartberg, also unser großes Duell der beiden Aufsteiger. Und die Innsbrucker mit Coach Karl Dachsbacher sind heiß auf den ersten Sieg. Und diesen Spielern schenkt er das Vertrauen. Die sollen es heute einmal richten. Ja, ich finde, dass man auswärts toll gegen Rapid gespielt hat. Leider nicht erfolgreich, aber man hat mit Durmus von Anfang an, mit Dedic und mit Dieng drei sehr offensive Spieler, die wirklich gut sind. Ja, mit Harre, ein Torjäger, sage ich mal, in der Rückhalt. Und die Innsbrucker waren
paar Mal an einem Punkt dran, knapp verloren, immer mit einem Tor. Ja, weil sie genauso, auf das kommen wir dann gleich, Hartberg, in der Defensive nicht echt konsequent stehen. Ja? Und dann, was du hinter Fehler machst und du machst vorne nichts rein, dann kannst du keine Spieler gewinnen. Das ist einfach, ist es. Wir sind bei den Oststeirern, die Gallier in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Viel Zaubertrank werden sie wahrscheinlich heute auch brauchen, um am Tivoli zu bestehen. Ja, ich sage mal, sie sind lieb, aber ja, lieb, was ist alles lieb? Du musst jetzt wirklich auftreten als Männermannschaft und ja, man hat oft mit der gleichen Aufstellung jetzt keinen Erfolg gehabt. Ich finde die Defensive zu schwach, die ist nicht Bundesliga-reif derzeit, man kriegt zu einfache Tore. Auch Huber in den letzten beiden Spielen, ja, die Innenverteidigung maßgeblich beteiligt. Standards, fertig, sie kriegen so viele Tore bei Standards. So, da muss Schopp natürlich ansetzen, ich glaube, das hat er ja getan. Sonst wird es eng. Das große Kräftemessen der beiden Aufsteiger. Unser nächstes Spiel hier sind die Highlights zwischen Innsbruck und Hartberg. Zwei Teams, zwei Aufsteiger und beide Mannschaften sind Kopf an Kopf unterwegs. Nicht nur was den Einmarsch ins Stadion betrifft, sondern auch was die derzeitige Tabellensituation angeht. Und mit einem vollen Erfolg könnte sich heute eine Mannschaft etwas Spielraum in der Tabelle verschaffen. Die Oststeirer mit dem ersten guten Vortrag. Diarra auf Sanogo, der ausnahmsweise einmal über die linke Außenbahn kommt, tanzt mit Baumgartner und das 1:0 nach 9 Minuten. Was für ein Paukenschlag durch Zakaria Sanogo, der zuerst Baumgartner völlig schwindlig spielt, dann erkennt, dass Christopher Knetz im Tor der Innsbrucker etwas zu weit draußen steht, wahrscheinlich schon auf die Flanke spekuliert. Und diesen kleinen Platz, den nützt Sanogo und macht das 1:0. Wenige Momente danach, Ilkay Durmuş mit dem ersten Versuch auf den Ausgleich für die Innsbrucker. Erste ganz gute Situation für die Mannschaft von Trainer Karl Dachsbacher. René Swete streckt sich und wäre zur Stelle im Tor der Hartberger. Und die Innsbrucker bleiben im Offensivschwung über Dominik Baumgartner. Und dann steht es 1:1 nach 38 Minuten. Gutes Spiel, viele Situationen auf beiden Seiten, temporeich, energische Zweikämpfe. Und Dominik Baumgartner, der sich gleich gegen zwei Bewacher behauptet, René Swete macht sich ganz lang, kommt nicht mehr hin. Und im Nachsetzen macht dann Dominik Baumgartner den Ausgleich zum 1:1. Gute Flanke von Martin Harrer. Und Dominik Baumgartner, der sich zuerst noch so vernaschen hat lassen, bringt wieder alles zurück zum Start. Und damit auch nach 45 Minuten ein weiteres Mal Gleichschritt zwischen diesen beiden Teams. Und nach dem Seitenwechsel machen die Innsbrucker genau dort weiter, wo sie aufgehört haben. 2:1 wieder Dominik Baumgartner nach dem Assist von Martin Harrer. Was für ein Déjà-vu. Gleichzeitig das dritte Gegentor, das die Hartberger nach einem Eckball kassieren. Das wird Trainer Markus Schopp ganz und gar nicht gefallen. Solche Momente werden sie mit Sicherheit viel besser in den Griff bekommen müssen. Die schnelle Antwort der Hartberger über Diarra. Bis dahin noch die dickste Möglichkeit. Die Hartberger, die es immer wieder aus der zweiten Reihe probieren, in den 16er zu kommen. Teilweise sehr, sehr schwer. Und dann ziehen sie des Öfteren immer wieder ab. Und durch die vielen Angriffe der Hartberger ergibt sich dann Konterraum für die Innsbrucker über Dedic und Huber, der gerade noch zur Stelle ist. Klasse, diese Rettungsaktion. Tolles Tackling, Swete wäre auch noch da. Perfekt geklärt von Kapitän Huber. Die Hartberger wollen den Ausgleich, verlieren im Angriffsspiel und Aufbau, aber oft den Ball, da ist der neu eingewechselte Stefan Rakowitz. Beide neu im Spiel, zuerst Patrick Ehler, der gut beschleunigt, Fahrt aufnimmt, dann den mitlaufenden Stefan Rakowitz sieht und das hat er auch schon viel besser gemacht.
Stefan Rakovic, der die Vorentscheidung auf dem Fuß hat. Auf der anderen Seite der neu eingewechselte Stefan Meusburger bekommt den Ball an den Arm. Und Schiedsrichter Grobelnik deutet sofort auf den Punkt. Christoph Kröpfel aus kürzester Distanz an den Arm von Stefan Meusburger, der gerade erst 6 Minuten auf dem Feld ist. Für mich eine Fehlentscheidung. Wo soll er denn hin? Zieht den Arm sogar noch weg. Grobelnik sieht es anders, entscheidet auf Strafstoß. Dario Tadic und Christopher Knitt ist da und hält. Was für eine Dramatik in diesem Spiel und was für eine Wende. In der ersten Hälfte Christopher Knitt noch der große Buhmann. Und in der 88. Minute dann der große Held aus Sicht der Innsbrucker pariert diesen Strafstoß. Damit ist es fix, der erste Heimsieg für die Innsbrucker. Ja, der erste Heimerfolg für Karl Dachsbacher und die Innsbrucker. Ja, der eine Aufsteiger ist jetzt nicht mehr im Gleichschritt. Bis dahin waren sie Kopf an Kopf unterwegs. Ja, ich finde, schau, aber du siehst es, wie eng das dann wird. Du hast bei 2-1 ein paar Chancen aufs 3-1, dann ist der Kass gegessen, sagen wir so, Deckel zu. Ja, und da kriegst du auf einmal einen Elfmeter gegen dich und dann verschießt er. Der Knet macht dann seine Hauptfehler wieder gut vom ersten Tor. Weil Traumtor, was er noch hat, Traumtor. Ja. Aber jetzt haben wir so ein bisschen Luft in Innsbruck, jetzt können wir die Länderspielpause nutzen, um auf das weiter aufzubauen. Du hast es schon angesprochen, Wahnsinnstor, 19 Minuten, Zakaria Sanogo. Ausnahmsweise taucht er plötzlich über links auf und Wahnsinn. Ja, Sanogo, was machst du da? Was zeigst du uns am Sonntag auf Nacht? Unsere Zuseher, die müssen jetzt einen Kopfroller machen daheim, weil das ist ein Weltklasse-Tor. Ja. Und gewollt. Und der Knet denkt sich, der wird flanke. Ja, und der Sanogo denkt sich, Knet, weißt du, was ich mache? Ja. Ich habe ihn um die Ohren. Na, herrlich, herrliches Tor. Macht er perfekt, genau. Knet spekuliert auf die Flanke. Nach 38 Minuten dann aber dennoch der Ausgleich von Dominik Baumgartner, der gerade noch so vernascht worden ist von Sanogo. Ja, das Ferri, im zweiten Anlauf. Kannst du noch erinnern, was wir vor ein paar Minuten gesagt haben? Standards, lieber Heidberg-Spieler, Standards. Wo seid ihr? Ich stehe mit 10 Leuten da und der Baumgartner köpft zweimal. Das darf nicht sein. In der Bundesliga, in der österreichischen Bundesliga, wenn es ums Überleben geht, darf man solche Tore nicht bekommen, Jungs. Das heißt, die nächsten 2 Wochen trainieren, Standards. Halbe Defensive der Hartberger, die da zuschaut. Und der zweite Treffer, eine Kopie davon. Ja, wieder ist es Dominik Baumgartner nach 55 Minuten und der Assist auch vom selben Mann, Martin Harrer. Ja, das ist, weißt du, was ich da mache? Die wollen alle nur heutzutage im Raum stehen. Und ich sag dir, warum, Ferri? Weil das bequem ist. Nein, so wie früher. Da muss ein Trainer sagen, hörst, du deckst den Baumgartner. Und wenn der ein Tor schießt, dann rennst du heim. 40 Kilometer rennst du heim. Weil da kannst du mit dem Bus nicht mitfahren. Und so musst du den haben. So an die Jacken. Da gibt's keine Ausreden. Sie wollen alle im Raum stehen, weil das ist schön. Und schauen dann. Nein, hört's auf. Das ist ja unglaublich. Da muss das Trainer deppert werden. Ja, und oder der Trainer hat es vorgegeben, dann ist es noch schlimmer. Und keiner zerstört sich die Frisur, weil Kopfbälle hat keiner von denen erreicht. Ja, und dann kurz vor dem Ende, dann möglicherweise doch noch die ganz große Chance auf den Ausgleich. Das ist passiert. Zuerst dieses Handspiel von Stefan Meusburger, erst 6 Minuten am Platz. Ja. Frankie Elfer, ja, nein? Ferri, das sind die Entscheidungen. Ich meine, in Russland bei der Weltmeisterschaft hat man es gesehen, die pfeifen oder pfeifen wieder nicht. Aber Tadic, du warst der Goalgetter, der Torschützenkönig. Jetzt machst du aus dem Spiel kein Tor, jetzt kriegst du die Möglichkeit bei einem Elfmeter. Das ist nicht Bundesliga-reif. Einfach auf Schwach geschossen, muss man sagen. Klasse gemacht von Knet. Aber wie schlecht geschossen. Aber auch nicht wirklich gut geschossen von Tadic. Zu wenig Qualität bis jetzt. Was muss sich bei den Hartbergern jetzt noch alles verändern? Ja, wenn du nicht zu viel Qualität hast im Spiel nach vorne, musst du hinten besser stehen. Und du musst diese Standard-Syndrom musst du auch schaffen. Du musst darauf trainieren und du musst es umstellen, weil es geht bis jetzt nicht. So, und dann musst du die Länderspielpause nutzen, um an solche Fehler zu arbeiten. Ja. Die Innsbrucker dagegen feiern jetzt tatsächlich den ersten Heimsieg. Wirklich? Er war überfällig, kann man auch durchaus so sagen. Worauf können die Innsbrucker aufbauen? Durmus, Delic. Dieng, top. 3 Offensive, die sind schnell, torgefährlich, sind unangenehm für den Gegner. Na, finde ich ein toller,
tolle Offensive. Und ja, die müssen natürlich auch lernen, hinten besser zu stehen. Mhm. Und die nützen ihre Standards, auf die sie auch wieder aufbauen. Mhm. Hätten die Innsbrucker dieses Spiel schon viel früher entscheiden können, müssen? Mit den Konterchancen, Rakowitz und Co. Ja, die muss machen. Das kann natürlich dann ins Auge gehen, was du vorne nicht schierst. Hm. Wissen bekommst wir, du dann vielleicht bekommst irgendwann. Du irgendwie. Hm. So, aber sie haben verdient gewonnen, Punkt. Und, ja, beide Mannschaften sollen die Länderspielpause trotzdem nutzen, um die ersten Erfahrungen noch einmal zu analysieren und dann noch was dazu zu entwickeln. Wir machen eine ganz kurze Pause. Sie haben die Möglichkeit, ganz kurz was zu trinken und wir sind dann gleich wieder zurück mit den nächsten Toren in unserer großen Ampfiff-Sendung in der österreichischen Fußball-Bundesliga bei uns. Wir haben noch Meister Salzburg für Sie, außerdem Rapid und Sturm Graz und klarerweise das große Spiel des Verfolgers St. Pölten. Nach wie vor das Sensationsteam. Wie es diesmal gelaufen ist, wir haben gleich die Auflösung. Bleiben Sie bei uns. Die große OE24-TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Alle Spiele, alle Tore, die besten Szenen jetzt immer für Sie am Sonntagabend in Anpfiff ab 22 Uhr bis Mitternacht bei uns auf OE24TV. Wir sind im Ländle in Vorarlberg. Wie sehr brennt es mittlerweile bei den Alzachern? Es brennt. Aber noch nicht für uns, für die Öffentlichkeit, aber intern wird es sicher schon brennen, weil sie stehen als Letzte da. Mhm. Und mit das hätte keiner gerechnet. Genauso nicht, wie SGN jetzt als Zweite keiner auf der Rechnung gehabt hat. Verkehrte Welt bei beiden Teams aktuell. Ja, man hätte vielleicht das noch eher umgekehrt gesehen. Ja. SGN war letzte Saison der Prügelknabe. Ja. Aber ich muss dich trotzdem sagen, auch der Schmidt hat man weggetan bei Altach. Da war das schon die Spirale nach unten. Altach ist derzeit nicht echt ein stabiler Truppen. Und das ist auch, die haben die jüngste Trainer. Ich weiß nicht, ob er mit dieser Situation umgehen kann. Werner Graf, ja 32 Jahre jung. Ja. Ist er der richtige Mann? Ja, er wird sicher seine Qualität haben. Aber in dieser Phase weiß ich nicht, ob er nicht zu viel mit sich selber jetzt beschäftigt ist als neuer Trainer, als dass er jetzt als Co-Trainer ist immer im Schatten gewesen. Ja? Und immer hinter den Cheftrainer kannst du ein bisschen verstecken, aber jetzt nicht. Jetzt ist er derjenige, auf jeder schaut. Ja, und jetzt hast du ein Krisenmanagement. Jetzt muss der Zellhofer, der das natürlich alles inszeniert hat mit den neuen Trainern, mit seiner neuen Mannschaft. Ja, jetzt muss er im Vordergrund treten und muss er sagen, okay, wir werden das jetzt so machen. Ja, und die St. Pöltener nach wie vor das große Überraschungsteam. Ja. Setzen die den Höhenflug fort? Ferry, wenn die jetzt so weitermachen, dann ist es auch kein Glück mehr. In Anfang kann man mal sagen, naja, das war glücklich, weil der Ullmann hat von Lask einen Elfmeter verschossen. Aber weißt du, im Leben, die Tüchtigen haben das Glück. Und das sind sie. Und das sind sie. Und durch die Erfolge, das wissen wir eh, kannst du dann eine positive Energie aufbauen in einen Verein, in eine Mannschaft. Und der Trainer traut sich immer mehr, die Spieler trauen sich immer mehr. Und auf einmal bist du Zweiter. Du weißt vielleicht nicht unbedingt warum, aber du bist Zweiter. Und St. Pölten bleibt Salzburg Verfolger ja. Nummer 1. Wir sind beim großen Duell des Verfolgers Alzach gegen St. Pölten. Und das ist die Aufstellung der Alzacher. Ja, natürlich mit einer Doppelbesetzung vorne, mit Aigner und mit Gerd. Sehr schneller Spieler, sehr robuster Spieler, der Gerd. Der Aigner kennt man, aber man ist zu viel abhängig von ihm. Mhm. Und sonst, Mahop ist wieder da. Ja, Lux ist noch nicht echt in Teamform. Netze fehlt hinten. Die Dreierkette ist abhanden gekommen. Man spielt jetzt eher mit der Vierer, Doppel-Sechs. Man ist nicht in Form, das heißt ganz anders wie bei SKN. Man hat kein Vertrauen, man gelingt nichts. Und das ist schwierig. Genau. Und genau andersrum sieht es bei den St. Pöltenern aus. Das ist schon völlig richtig erwähnt. Die Kübauer stellt folgendermaßen auf. Der spielt sein System, weil die Mannschaft versteht das. Die Mannschaft mag das. Die spielt in der Defensive mit der Fünferkette. Man hat ein Dreier Mittelfeld und vorne auswärts mit Back und Gartler. Ja, für mich Gartler ist schon einer, der die ganze Mannschaft auch belebt, der die positive Energie da reingehaut hat. Ja, und jetzt natürlich hat man einen Lauf. Und möglicherweise auch genau so ein Typ, der den St. Pöltener noch in der letzten Saison gefehlt hat. Einfach ein Knipser vorne, der mal aus Halbschancen auch einen Treffer macht. Ja, und ich glaube, man hat jetzt auch einen Trainer, der weiß, mit dieser Mannschaft passt das System. Der Oliver Lederer, muss ich sagen, ist ein guter Trainer, aber er hat mit denen ein System weitergespielt.
und noch weiter gespielt, noch weiter, und das ist nie gegangen. Da musst du hin und wieder einmal denken, ja okay, dann mache ich was anderes, das hat man nicht gemacht. Und der Kübauer, der macht jetzt einfach das Beste für diese Mannschaft. Und ja, erfolgreich, Erfolg hat er auch, so, ja, der macht alles richtig. Bleiben die St. Pölten also das große Überteam, die Überflieger in dieser Saison, oder gibt es jetzt zum ersten Mal eine Bauchlandung? Das sind die Highlights zwischen Alzach und St. Pölten. Das große Sensationsteam der Fußball-Bundesliga St. Pölten zu Gast in Alzach. Und einer hat einen besonders großen Anteil, dass es bei den Niederösterreichern aktuell dermaßen gut läuft. Der Kapitän und Keeper Christoph Riegler. In den letzten drei Spielen hat er kein Gegentor kassiert. Das Einzige, wo der sich momentan nach hinten drehen muss und hingreifen muss, ist aktuell seine Fernbedienung auf der Couch. Allerdings dann der erste Patzer nach gut 25 Minuten. Christoph Riegler mit einem kleinen Schnitzer im Luftduell mit Adrian Gribic. Gribic kurz davor ins Spiel gekommen für den verletzten Josh Getz. Oberschenkelverletzung bei Getz, der zuletzt gute Partien gemacht hat. Nach der Anfangsphase schon raus aus dem Spiel. Und die Alzacher bleiben in der Offensivbewegung. Über den Routinier, über den Oldie, Hannes Aigner mit dem zweiten Versuch. Guter Beginn bei den Vorarlbergern. Einige Unsicherheiten in der Defensive der Niederösterreicher. Wird Trainer Didi Küber nicht ganz so entspannt sehen. Danach gibt es aber auch die erste Offensivbemühung der St. Pöltener und dann ist der Ball im Netz. Nach 45 Minuten. Kwang Ryong Pak ist zur Stelle. Und die Bank der Niederösterreicher jubelt. So ist es passiert. Daniel Luxbacher vernascht seinen Gegenspieler, Flanke kommt gut. Luxe zu lang im Tor, da kann er eigentlich hin. Auch Gebauer, der keine gute Figur macht, und dann bedankt sich Pack mit dem Treffer nach der guten Flanke von Daniel Luxbacher. Quasi mit dem Schlusspfiff der ersten Spielhälfte geht es mit der knappen Führung für die St. Pöltener in die Kabinen, und das ist durchaus schmeichelhaft, dieser Zwischenstand. Die Alzacher hatten einiges mehr an Spielanteilen im ersten Durchgang. Nach dem Seitenwechsel dann aber die Niederösterreicher. Gartler, und dann ist es wieder Pack mit der hundertprozentigen Möglichkeit. Den muss er eigentlich machen. Gut herausgespielt, kein Abseits, alles korrekt. Schneller Haken von Gartler, der dann direkt abzieht. Luxe kann den Ball nur abklatschen, und dann Pack 5-6 Meter vor dem Tor muss er einfach unterbringen im Tor. Das hätte dann schon die Vorentscheidung für die Niederösterreicher sein können. Dadurch wird aber Alzach frecher, mutiger und kommt über Standardsituationen zum ersten, Zech zum zweiten, Zech zum dritten mit dem Ausgleich. Benedikt Zech nach 66 Minuten. Alles wieder zurück zum Start. Und der Ausgleich, der ist absolut verdient. Die Vorarlberger sind bemüht. Erst noch die Rettungstat von Riegler. Auch beim zweiten Nachfassen kann den Ball aber nie hundertprozentig unter Kontrolle bringen. Und dann beim dritten Versuch klappt es dann für Benedikt Zech, der den Ball über die Linie drückt. Und gleichzeitig der Auftakt für eine extrem spannende, packende Schlussphase in diesem Spiel zwischen Alzach und St. Pölten. Wieder Standardsituation über Adrian Gribic. Und die Fingerspitzen von Christoph Riegler verhindern den Einschlag. Wir sind schon in der Nachspielzeit, dann noch diese Zweikampfsituation zwischen Gebauer und Hussein Balic. Und Oliver Trachter zögert keine Sekunde, zeigt direkt auf den Elfmeterpunkt. Die Attacke von Gebauer trifft den Mann, gar keine Frage. Für mich eine Mischung aus ungeschickt gemacht und gut fallen gelassen. Da spielt sich Balic den Ball schon eigentlich zum Corner. Da muss Gebauer nie und nimmer so hingehen. Elfmeter. Und dann der Grieche Taxiachis Funtas in der dritten Minute der Nachspielzeit mit dem 2:1 für die St. Pöltener. Bitter aus Sicht der Alzacher, ein Elfmeter geschenkt. Das hätte
Christian Gebauer durchaus ganz anders lösen können, wenn er ihn einfach nur abdrängt. Und die Alzacher wollen zumindest einen Punkt retten, klappt aber nichts. Die letzte Chance dann ist Schluss. Die St. Pöltener setzen ihren unglaublichen Höhenflug auch im Ländle fort und gewinnen gegen Alzach mit 2:1. Ja, und da singen die Spieler von Didi Kübauer wahrscheinlich griechischer Wein in der Kabine und Didi trinkt burgenländischen Wein dann spätestens, wenn er ja, wieder zu Hause ist. Ja, na, für mich verdient. Punkt, weil du musst erst einmal den Elfmeter machen. Hm. So ist es auch wieder nicht. Haben wir auch schon anders gesehen genau, heute. Genau, dass der automatisch drinnen ist, das war einmal. Aber SGN will dann auch noch den Sieg und der Balic. Ja, das ist ein Schlitzohr. Mhm. Schau, sagen wir ehrlich, das war nie ein Elfmeter. Ja. Nur wer rutscht dann so noch in den 16er? Ja. Du darfst nicht rutschen, weil du gibst den Schiri eine Möglichkeit zum Pfeifen. Mhm. Ja, und das war, weil der Schiri ist auch nur ein Mensch und hat es einfach anders bewertet. Aber das war kein Elfmeter überhaupt nach den Bildern. Ja. Bin ich ganz bei dir. Und Balic nimmt das natürlich sehr, sehr dankend an. Warum nicht? Nach 45 Minuten auf jeden Fall einmal die Führung für die St. Pöltner, die bis dahin eigentlich das schwächere Team waren. Ja, aber Ferri, aber dann fast mit dem Pausenpfiff die Führung. Schau einmal nach, wie die verteidigen, die Altacher, wie die verteidigen. Das ist ja ein Gemeiner. Schau her, der Verteidiger, der will den Flanke nicht einmal blockieren. Hm. Und der geht mit dem Fuß hin. Obwohl der im Fünfer hoch ist, was macht der Luxe? Ah, das ist, Luxe machen gar keine gute Figur, genau. Ah, das ist defensiv zu wenig. Hm. Ich muss auch sagen, Altach ist auch bekannt gewesen, immer um seine Härte, um seine Stärke. Das waren Männer, das waren Wikinger, ja fast. Hm. Aber geht alles so. So leblos, so harmlos, ja, das ist zu wenig. Hat ja oft funktioniert, über den Kampf ganz einfach ins Spiel zu finden. Wenn momentan, du nicht kicken kannst, musst du einhauen. Momentan ist beides bei den Alzachern eigentlich nicht vorhanden. Nach 66 Minuten, aber dann dennoch der Ausgleich, nicht unverdient bis dahin. Benedikt Zech, 105. Bundesligaspiel, sein zweiter Treffer. Ja, hier steht SGN schlecht. Der nimmt im Volley gleich gut. Riegel ist noch dran, der zweite Ball, der war super gewesen. Aber dann kommt er nicht mehr zu und dann Zech, ja, setzt nach. Das war, der wollte unbedingt das Tor und das hat er dann auch bekommen. Und gleichzeitig ist die Torsperre von Christoph Riegler beendet. Ganze 456 Minuten hat er nicht hinter sich greifen müssen. Das ist wie ein Märchen. Letzte Saison haben sie das Tor gekriegt, das ist unglaublich. Ja. Aber jetzt läuft alles und gute Arbeit machen sie miteinander. Ja, und dann, du hast es schon erwähnt, dritte Minute der Nachspielzeit, dann noch 11 Meter. Ja, der rennt raus, Ferri. Er muss nur den begleiten. Da rutscht man nicht, Junge, in der Bundesliga. Und wieder Gebauer beteiligt. Da bist du dein Geld nicht wert, wenn du da so eine dumme Aktion machst. Obwohl er ihn nicht berührt hat. Luxe war noch fast dran. Ja. Aber der griechische Wein wird jetzt am Heimweg 8 Stunden im Bus, wird gut schmecken. Ja, den musst du machen. Ja. Und dann hat man 3 Punkte und sehe da, man bleibt auf der zweiten Platz. Ja, und Schlitzer Balic, ja, der spielt sich den Ball schon fast in den Corner. Schau, also überhaupt keine Gefahr eigentlich für die Alter. Und ich sag dir was, wir gehen noch kurz einmal zurück, 1,5 Monate. Hm. WAC zu Hause, 3-2. Ähnliche Balic Situation. Kommt rein, macht den Elfmeter, was keiner war, und dann macht er das Siegerstor. Ja. Ja, aber für das hat er einen Vertrag bekommen, für dieses M-Kader und für das tauscht der Kübauer ihm ein. Weil das war ein goldenes Händchen. Ja, und Didi Kübauer und seine Spieler jubeln und kommen aus dem Jubeln gar nicht mehr hinaus. Es läuft und läuft für die Niederösterreicher ohne Ende. Ja, Regenwetter heute in ganz Österreich. Wie dunkel sind mittlerweile die Wolken über Alltag? Ja, ich glaube und ich sage es auch, dass man auch den Trainer jetzt in Frage stellen muss, weil ich finde die Performance von der Mannschaft ist zwei Punkte nach 6 Runden. Da geht es nicht immer nur um die Punkte, aber es geht ums Auftreten. Das ist entscheidend. Ums Wie. Und da muss auch der Georg Czellhofer jetzt im Vordergrund treten und muss sagen, okay, Bode, wir machen es miteinander oder du machst es so weiter, weil ich bin zufrieden. Aber der kann nicht zufrieden sein. Schau einmal, die Spieler, die passen nicht echt zusammen. Ich weiß nicht, da ist irgendwas, was nicht stimmt. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass es sehr intensiv diskutiert wird? Auch die Person von Werner Grabherr? Ich glaube, das wird der Junge selber auch wissen. Er ist ein junger Trainer und es gibt ältere Trainer, die hin und wieder einen Verein wechseln müssen oder die einmal gesagt wird, Junge, wir müssen was anderes probieren. Oder du kriegst noch einmal die Chance, aber da muss mehr Feier in der Mannschaft kommen. Mhm. Ja. Das ist einfach so. Mhm. Wir sind gleich wieder zurück mit unserer heutigen Anpfiff-Sendung und schauen dann darauf, wie geht es den Salzburgern. Zum 11. Mal haben sie es nicht gepackt, was die Champions League angeht. Heute hat es das Spiel gegen die Admira gegeben. Wie es verlaufen ist, wir zeigen es Ihnen in Kürze. Also bis gleich.
Die große OE24 TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Jeden Sonntagabend sind Sie bei uns an der richtigen Adresse, wenn Sie alle Spiele, alle Tore aus der österreichischen Fußball-Bundesliga im Free-TV sehen wollen. Herzlich willkommen zurück zu Anpfiff, jetzt immer für Sie auf OE24 TV. Meister Salzburg empfängt die Admira. Ist es Frustbewältigung, nachdem es mit der Champions League jetzt wieder nicht geklappt hat? Ich habe schon gesagt, ich glaube schon, dass das noch innen drinnen ist, weil die Jungs, die wollten natürlich die Gruppe mit Liverpool, Paris Saint-Germain, Napoli, Mamma mia, stell dir vor, du bist als Kicker in die Stadien. Ja, da geht es um alles. Ja? Das ist ein Traum. Viele träumen davon, werden es nie erreichen. Die sind immer so knapp dran. Ja. Euroleague ist auch schön, aber das haben sie eh schon alles gehabt. Und, ja, und dann spielst du gegen Admira Wacker auf einen Sonntag vor vielleicht 4000 Zuschauern. Das ist eine ganz andere Partie und du musst trotzdem motiviert sein, weil es ist das tägliche Brot, die Meisterschaft. Mhm. Die Bullen planen auf jeden Fall eine Torgala, um sich einmal diesen ganzen Frust wieder wegzuschießen. Ist die Admira da der richtige Gegner aktuell? Ich glaube, dass die Admira ein ganz schwieriger Gegner ist jetzt, weil jeder erwartet das. Ja. Auch die Altacher gegen SKN haben das vielleicht erwartet. Austria gegen Mattersburg, da erwarten wir alle nur, dass es ein Schießbude wird. Aber so ist es nicht im Fußball, weil die Admira trainiert auch. Die rennen auch, die kämpfen auch und die können auch Fußball spielen. Die haben nur ein Pech, dass es noch nicht so passt, dass sie noch keine Stabilität haben. Aber Salzburg muss es erst einmal zeigen und muss erst einmal die Tore schießen. Es ist das große Spiel um Platz 1, die Salzburger gegen Admira. Ja, nach dem Ausscheiden in der Champions League hättest du damit gerechnet, dass möglicherweise noch mehr Spieler die Salzburger verlassen? Ja, aber wenn du nächstes Jahr den 12. Anlauf machen willst, dann brauchst du trotzdem wieder Meistertitel. Ja? Mhm. Und deswegen musst du eine gute Mannschaft haben, um trotzdem so dominant zu spielen in der heimischen Liga. Deswegen, ich glaube, erstens haben sie nicht die Preise gekriegt. Wenn ein Verein einen guten Preis zahlt, gehen sie weg. Ja. Dann sind sie weg. Aber ich glaube, die Mannschaft, die jetzt da ist, wird Meister. Das wissen wir, glaube ich, jetzt schon. Auch mit dem neuen System. Mit dem neuen System. Und dann natürlich hast du wieder die Chance auf 12. Mal auf einen Anlauf auf die Champions League. Marco Rose hat auf jeden Fall im Vorfeld betont, ja, sie wollen heute auf jeden Fall gewinnen und in der Meisterschaft zeigen, dass sie das Maß aller Dinge sind. Das ist die Startaufstellung der Salzburger. Ja, Ramalho hat sehr schlecht ausgeschaut, leider, im Spiel gegen Roter Stern. Bei beiden Treffern. Ja. Der Ulmer kriegt wieder eine kleine Pause. Todorovic spielt, ist aber ein sehr guter. Ja, Dabur und Preveljak zusammen, Minamino, ja, habe ich schon schlechtere Angriffe gesehen. Jabo ist gut, Schlager ist ein toller Spieler. Ja, die Mannschaft steht, Leiner und Stankovic, ja, die haben jetzt lang genug gezeigt, dass sie stark sind. Und bei der Admira nach wie vor sehr, sehr viele Sorgen falten. Ja. Einige Baustellen, aber dennoch, das sind die ersten 11, die es heute gegen die Salzburger probieren und Punkte holen wollen. Ja, man wird natürlich auf Konter setzen, mit einem schneller Stakel ganz vorne. Ja, man wird vielleicht mit einem 4-5-1, so wie es dort steht, wird man versuchen, Salzburg kommen zu lassen und dann selber schnell auf Konter zu spielen. Aber wenn du natürlich selber tief stehst in die eigene 16er, beim eigenen 16er, kann es natürlich auch sein, dass da immer was passiert mit den Stürmen, die Salzburg hat. Und Frankie, Frage an dich. Gegen wen haben die Salzburger das letzte Mal zu Hause verloren im eigenen Stadion in der Bundesliga? Ja, dann glaube ich schon, das zu wissen, wenn du das so fragst. Das war die Admira, ja. Ja, exakt. Vor 644 Tagen. Also es ist eine Zeit her. 27. November 2016 habe ich mir auf jeden Fall notiert, aber den Rest schauen wir gleich nach. Ja. Und jetzt lösen wir es einmal auf. Wie ist es denn dieses Mal verlaufen? Ist es eine klare Angelegenheit für die Salzburger oder nicht? Hier sind die Highlights. Nach dem Out im Playoff der Champions League ist Frustbewältigung in Salzburg angesagt. Der österreichische Meister, der will gegen die Admira den 6. Saisonsieg einfahren und es sieht auch gut danach aus. Denn die Salzburger, die geben von Beginn weg Gas. Hier eine gute Chance, Haidara sucht hier Stefan Leiner, der setzt sich auf der rechten Seite durch und der Ball klatscht hier an die Stange. Wir sehen es in der Zeitlupe noch einmal. Mit Wut im Bauch ist der Verteidiger hier, versucht Leitner zu überraschen. Aber der Ball, der geht nur ans
Gebälk. Die Salzburger dann in der 44. Minute mit dieser Aktion. Schlager auf Haidara. Haidara sieht und findet Minamino und es heißt 1:0 für Red Bull Salzburg durch Takumi Minamino. Er lässt Marco Rose und das Betreuerteam endlich wieder einmal lächeln und bedankt sich für das Vertrauen, denn zumeist ist er ja bei Rose nur Joker. Doch diesmal, wir sehen es, macht er das wunderbar und sorgt nicht nur für die Führung, sondern für sich selbst auch für den 32. Bundesligatreffer. Mit 1:0 geht es dann auch in die Kabinen. Fröhliche Gesichter, die sehen allerdings anders aus. Wir sind in der zweiten Spielhälfte. Haidara hier sucht Mwepo. Leitner lässt den Ball aus, noch immer Mwepo. Doch der setzt das Spielgerät vorbei. Der Stürmer, der nach wenigen Minuten für Preveljak gekommen ist. Preveljak hat sich eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Doch hier kann Enoch Mwepo kein Kapital aus diesem Fehler von Schlager sorgen. Hier sehen wir es nochmal. Ideales Zuspiel, kein Abseits. Der Ball kommt dann irgendwie zum Mwepo. Leitner ist überrascht. Mwepo noch ein bisschen mehr, doch der Ball, der geht vorbei. Und dann sind es wieder die Salzburger Tabur hier. Narti, Hintermannschaft der Admira. Schussversuch und es gibt Corner. Und den anschließenden Corner, den wir hier sehen, der sorgt für ordentlich Gefahr und der sorgt auch für den zweiten Treffer. Und es ist Enoch Mwepo mit dem 2:0. Nach genau einer Stunde trifft die Nummer 45 der Salzburger. Und René Aufhauser, Marco Rose und Co., die sind aus dem Häuschen. 6.400 Fans bei magerer Kulisse in Waldsitzenheim freuen sich auch über diesen Treffer. Er bedankt sich noch bei Hilfe von ganz oben. Und damit heißt es 2:0. Hier der perfekte Corner hier von Haidara. Kein Gegenspieler bei Mwepo und Leitner macht auch nicht unbedingt die beste Figur. Kann den Ball hier nur kurz abklatschen. Und via Innenstange ist der Ball dann auch im Netz. Die Admira versucht aber noch einmal heranzukommen. Hier gibt es ein Foul an Sojiri. Klare Sache. Und Freistoß damit für die Niederösterreicher. Daniel Todt wird diesen ausführen, der Kapitän. Todt spielt den Ball hoch herein und da ist Wilhelm Vorsager und es heißt nur mehr 2:1 nach 68 Minuten. Viel Zeit jetzt noch für die Mannschaft von Ernst Baumeister, hier vielleicht noch den Ausgleich zu erzielen. 7-8 Fans der Admira haben sich auch hierher verirrt und freuen sich über diesen Anschlusstreffer. Kein Abseits hier. Und Vorsager macht das richtig gut, setzt sich hier durch und Stankovic ist im Gegensatz zum Tormann auf der Gegenseite, nämlich zu seinem Kollegen Leitner, hier ohne jegliche Abwehrchance. Doch die Salzburger, die kommen noch einmal heran. Hier ist es wieder im Wepo, der ist unglaublich aufgedreht, unglaublich spritzig, versucht hier in jeder Aktion sein Können unter Beweis zu stellen. Auch Haidara, der ist enorm stark am Ball, das kennt man natürlich, dass er technisch sehr beschlagen ist. Hier Schuss von Dabur, Haidara und der Ball ist im Tor. 3:1 für Salzburg, 88. Spielminute und das ist wohl die Entscheidung für die Mozartstädter, die der Admira schlussendlich, muss man sagen, überhaupt keine Chance gelassen haben. Haidara für mich der Mann des Spiels. Man sieht in dieser Aktion, wie beschlagen der technisch ist. Die Admiraner werden da schwindelig gespielt. Schuss von Dabur, Leitner sieht auch hier nicht gut aus, der Ball klatscht nach vorne ab und dann ist das Spiel auch vorbei. Schiedsrichter Schörgenhofer beendet die Partie, Salzburg gewinnt gegen die Admira 3:1. Wie groß ist die Erleichterung bei den Salzburgern? Ja, das sind die schwierigeren Spiele. Mhm. Ja, das sehr, weil dann Enttäuschung, du hast es eh schon gesagt, das spürt man trotzdem, man redet drüber und dann kommt Admira. Und es ist ein Pflichtsieg, du musst einfach gewinnen. Genau. Und, aber nur beim Tor von der Admira habe ich schon gesehen, also Ramalho ist mit den Gedanken noch irgendwo anders gewesen, weil das darf auch in Salzburger Mannschaft nicht passieren. Ne? Mhm. Ist die Defensive möglicherweise auch der Knackpunkt, warum es dieses Mal wieder nicht funktioniert hat mit der Champions League bei den Salzburgern? Ja, dieses Mal hundertprozentig, Ferri, weil du hast zwei Tore geschossen gegen Rot
Roter Stern zu Hause, du bist durch und dann gibt die Defensive gibt es aus der Hand mit Unaufmerksamkeiten und Unachtsamkeiten und ja, einfach dumme, naive Fehler. Ja, das darf nicht passieren, überhaupt nicht, wenn du in die Champions League wirst. Genau, Königsklasse ist dann doch etwas anderes. Wir sind in der österreichischen Fußball-Bundesliga nach 44 Minuten. Minamino mit der Führung für den Meister. Ja, die spielen in die Tiefe. Jeder Pass in die Tiefe und der Minamino macht das schön. Ich weiß nicht, ob der Leitner, ob er Tor nicht ein bisschen besser ausschauen hätte können. Ich sage mal, wenn du als Tormann in einer Topform bist, wirst du vielleicht so einen Ball halten. Ja. Aber hier sieht man den Pass in der Tiefe. Das ist der erste Pass in der Tiefe und jetzt der zweite. Und auch die Ballannahme, wirklich erstklassig von Minamino. Technisch perfekt. In der Drehung sehr, sehr schön gemacht. Ja. Nach einer Stunde dann der nächste Treffer. Für die Salzburger, so ist es passiert. Ja, auch wieder ein Standard. Da wird der Fall so viel Standards. Ich verstehe das nicht. Man trainiert drauf, weil das ist eigentlich das Leichteste, um zu trainieren. Weil du weißt auch, jeder hat einen Trainer extra, der auf Standards schaut, achtet vom Gegner. Und da müssen die Spieler besser eingeteilt werden. Das ist einfach so. Leicht gesagt, weiß ich. Aber ja, das ist auch zu leicht gemacht. Und nach 68 Minuten dann noch einmal ganz kurz hoffen für die Admira und möglicherweise etwas zittern bei den Salzburgern. Wieder ein ruhender Ball, einmal mehr, Frankie. Schau dir den Ramaljo, der bleibt einfach stehen. Ich meine, ja, okay, Stankovic, wenn der Ball noch höher ist, muss er kommen, aber der senkt sich zu früh den Ball so. Ich finde, dass er nicht kommen kann, weil da stehen zu viele Spieler vor ihm. Aber ja, dann macht... Ja. Macht der Spieler das gut? Ja, Vorsager, der es dann noch einmal richtig spannend macht. Und zu diesem Zeitpunkt ein Verhältnis 16 Torschüsse der Salzburger, ein einziger der Admira. Ja, aber du hast es vorher gesagt, vor 650 Tagen beispielsweise hat Admira mit 1-0 gewonnen. So, es geht eh. Du brauchst nicht mit 6-0 gewinnen. Du brauchst vielleicht nur ein, zwei Chancen auswärts. Und die kriegst du. Bis jetzt haben sie eine gemacht, ja, und dann... Genau. Wenn du dann so kaltschneuzig bist und die eine Chance verwandelst, 88. Minute, dann aber doch der Deckel drauf zugunsten der Salzburger durch Haidara, nachdem es ist von Munas Dabur. Ja, wobei der Haidara das super gemacht hat, der David, unser Reporter, hat gesagt, der Mann des Spiels für mich auch, ein super Spieler, wird sicher nächstes Jahr irgendwo in einem Champions League-Verein spielen können, aber das macht er gut. Begleitservice, da muss einer raus. Ja, und der geht auf Verdacht weiter. Der Dabur ist natürlich einer, der nicht lang fackelt. Und ja, er wird belohnt für seinen Mut, um weiterzulaufen und die Wille, um das Tor zu schießen. Und so ist es schon ganz kurz erwähnt, weil wir vorher darüber gesprochen haben. 27. November 2016, ein knapper 1-0-Sieg damals für die Admira. 644 Tage ist es her. Heute haben die Salzburger nichts anbrennen lassen. Aber sie machen zu viele Fehler. Bei Minamino, den Pass in der Tiefe, muss man zweimal bremsen. Und das dritte Tor kann man auch verhindern. Ja, deswegen ein Standardtor. Wenn du gewinnen willst in Salzburg, brauchst du einen super Tag in der Defensive. Und dann musst du von den zwei, drei Chancen musst eine oder zwei nützen. Wie geht's weiter mit den Salzburgern? Ja, ich in der Meisterschaft nach wie vor makellos? Ja, das ist Top-Mannschaft. Schön zum Anschauen. Den Druck einfach spielerisch bringen sie das alles rüber. Ich freue mich trotzdem auf die Euroleague, weil sie spielen gegen den großen Bruder Red Bull Leipzig. Großes Dosenduell, wird interessant. Wobei man sagt immer, große Bruder, warum sind wir nicht die großen Brüder in Salzburg? Weil bis jetzt, muss ich sagen, spielen die Salzburger viel besser wie die Leipziger. Wird man dann sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da alle Salzburger bis unter die Haarspitzen motiviert sind und den großen Bruder zeigen wollen, wo eigentlich der Hammer hängt. Ja, was ist mit der Admira? Ja, okay, in Salzburg, sagt man, dann kann man verlieren. Aber sie müssen keine Frage, aber auf die Meisterschaft gesehen? Jeder, der jetzt ein paar neue Spiele eingebaut hat und jetzt die kurze Zeit gebraucht hat, kann jetzt die Länderspielpause nutzen, zu arbeiten. Arbeit, um dann nach der Länderspielpause wieder frisch zu starten. Und bei der Admira sieht man ganz einfach, vorne ist es nicht einmal ein laues Lüftchen, die Verteidiger machen die Tore. Es gibt nur ein Wort, das heißt Qualität. Da ist keine Qualität in vorne. Stankel alleine ist zu wenig. Also bei der Admira muss sich einiges tun, beziehungsweise die müssen sehr, sehr schnell in eine Spur kommen, beziehungsweise ein Rezept finden für diese Meisterschaft. Wir sind gleich wieder bei Ihnen und haben dann klarerweise noch alles zum Topspiel dieser Runde zwischen Sturm Graz und Rapid. Damit bis gleich. Die große OE24 TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Wir
Wir sind im Endspurt der heutigen Ampfiff-Sendung. Noch einmal willkommen zurück. Jetzt immer am Sonntagabend von 22 Uhr bis Mitternacht. Alle Spiele, alle Tore, die packendsten Szenen aus der österreichischen Fußball-Bundesliga. Und Frankie, wir freuen uns ganz besonders auf den absoluten Kracher in dieser Runde. Sturm gegen Rapid. Wer hat für dich die besseren Karten? Schwer, schwer. Rapid müsste jetzt durch den Erfolg in der Euroleague, dass man in die Gruppenphase ist, schon sehr viel Selbstvertrauen haben. Aber bis jetzt haben sie immer noch ein Euroleague-Spiel mit der Rotation kein Glück gehabt. Dann wieder so die Probleme gehabt. Richtig. Und ja, sie brauchen Punkten, mehrere Punkte, um den Anschluss zu bekommen auf Salzburg. Und Sturm, ja, Sturm ist auch noch nicht echt in einen Lauf, in Form. Von denen hätten wir auch ein bisschen was mehr erwartet. Sturm gegen Rapid, unser großes Duell der Emotionen. Und zwar auch deswegen, weil gleich zwei zurückkehren an die alte Wirkungsstätte. Danny Alla, Marvin Potzmann, viel Brisanz mit dabei in diesem heutigen Spiel. Ja, man kennt die Fans von Sturm. Sie haben das mit dem Geinsamann gemacht, mit dem Sauschädel. Unschöne Szene. So. Ja, für das, aber trotzdem, die Fans sind enttäuscht, weil die glauben, du hast das Herz von meinem Verein und da gehst du auf einmal zu der Konkurrenz. Ja, schwer zu verstehen. Es geht, lieber Fans, es geht bei den Fußballern und bei uns früher auch viel um Geld. Und dann tut man nur das Wappen küssen und dann hat man ein anderes Leiberl an und dann küsst man wieder das Wappen. Ja, es ist so im Leben. Ja, das sind die Spieler, die heute das Wappen für Sturm Graz küssen, sofern sie gewinnen. Ja, ich sage, sie sind noch nicht echt in Form. Was mir auffällt, dass der Zuhl auch nicht echt drauf ist. Der Grotzurek hat zwar seine Tore geschossen, aber das letzte Mal mit seiner Aussage auch bei den Fans ein bisschen ins Abseits gestellt. Husbeck ist jetzt neu drinnen, ist ein quirliger Spieler. Ja, und Kita ist Willi, ja, der muss natürlich noch was zeigen, aber er hat schon gute Ansätze gebracht. Gerade gegen den WRC. Sehr, sehr starke Leistung. Ja. Sehr auffällig, sehr aktiv, sehr quirlig. Man spielt da eigentlich mit einer Dreierkette und versucht natürlich in der Defensive dann schnell umzuschalten. Und das Spiel nach vorne ist wichtig und rennt über den Zuhl. Wir sind bei den Rapidlern. Das ist die Startaufstellung der Grün-Weißen. Hat sich die Lage rund um den Trainer in der Zwischenzeit etwas entspannt nach der Europa League-Gruppenquali? Ja, aber wenn du als Vorgabe gibst, dass du die Gruppenphase haben willst, und das hast du, dann musst du erst einmal ein gutes Zeugnis geben. Mhm. Aber man hat gesehen, in der Meisterschaft rennt es nicht. Man sieht es auch in dieser Aufstellung. Er tut nicht mehr rotieren. Die spielen eigentlich alle. Das ist, finde ich, derzeit vielleicht die beste Mannschaft, die am Platz steht. Und ja, mit Alain, du hast es schon gesagt, Knaas Müller muss wieder ein bisschen besser in Erscheinung treten jetzt. Schwab, Lubicic, Doppelsechs. Ja, eigentlich mit dieser Mannschaft sollte man auch gegen Graz gewinnen können. Und können die Rapidler tatsächlich den Schwung mitnehmen? Vom Donnerstag noch? Wenn man sagt, man hat jetzt positive Energie und eine breite Brust, dann müsste das jetzt der Fall sein, weil man hat das Ziel erreicht und kann jetzt in Graz befreiter ausspielen, als wenn du, stell dir vor, du hättest das auch nicht erreicht, dann geht der negative Schlamassel schon wieder voran. Wir schauen es uns mit Ihnen an. Wer hat denn letztendlich mehr positive Energie? Sturm oder Rapid? Hier sind die Highlights. Sturm Graz hier mit toller Kulisse beim Spitzenspiel der Runde gegen Rapid. Goran Djuricin, der genießt noch mal ein Zuckerl. Dann gibt es noch ein kurzes Gebet an den Herrgott. Und dann kann es losgehen. Rapid hier in Graz vor wirklich eindrucksvoller Kulisse. Die Sturmfans, die sorgen schon vor Beginn dieses Spiels für gehörige Stimmung. Wir sind in der 7. Minute. Erste Chance hier für Rapid. Da ist Stefan Schwab und der Ball, der geht an die Latte. Stefan Schwab ärgert sich natürlich hier. Dieser Freistoß von Ivan Schwab hier nicht mit der Hand am Ball. Setzt sich hier durch gegen Hirländer. Jörg Siebenhandel kann nur zusehen, aber der Ball springt nur ans Aluminium. Alles korrekt in dieser Aktion, wie wir hier sehen. Allerdings kein Treffer für die Grün-Weißen. Und dann ein böses Foul vom Rapid-Kapitän. Der hat hier richtig die Sense ausgepackt an seinem ehemaligen Mitspieler, nämlich an Lukas Grotzorek. Der wird hier niedergemäht. Schwab kommt da wie ein Rasenmäher angelaufen und zack, der Ball wird überhaupt nicht gespielt, sondern nur das Bein gesucht und eine völlig richtige Entscheidung hier auf Gelb. Ich würde sogar sagen, dunkelgelb hätte man hier entscheiden können. Dann wieder die Grazer.
Was gibt es hier? Es war ein Pass. Meiner Meinung nach müsste es Freistoß geben, aber was macht der Schiedsrichter? Der entscheidet auf Elfmeter. Also doch eine sehr kuriose Aktion, denn wir sehen es hier. Husbeck wird ganz, ganz klar vor dem Strafraum von Maxi Hofmann gelegt. Wie wir auch in dieser Lupe erkennen, macht das natürlich geschickt, lässt sich dann in den Strafraum fallen. Aber das hätte nie und nimmer Elfmeter geben dürfen. Wir sehen es ja, fast ein Meter vor dem Strafraum war das, was dem Schiedsrichter hier eingefallen ist. Das weiß er wahrscheinlich nur selbst. Und es gibt Elfmeter für die Grazer. Peter Tschul läuft an und Tor! 1:0 für Sturm. Nach 37 Minuten hämmert Peter Tschul den Ball hier ins Kreuzeck. Strebinger hat überhaupt keine Abwehrchance bei diesem wirklich wuchtigen Elfmeter-Geschenk an die Grazer. Aber gut gemacht, muss man sagen. Und damit die Führung für Sturm Graz. Und das gefällt auch dem Trainer der Grazer, nämlich Heiko Vogel. Peter Tschul, ja, der ist nicht so wirklich begeistert hier zur Halbzeit. Sturm hat spielerisch doch einiges liegen lassen. Rapid wahrscheinlich im spielerischen Bereich die bessere Mannschaft, aber die Grazer führen zur Pause mit 1:0. Dennoch, gute Stimmung bei Sturm und auch bei den Rapid-Fans. Diesmal gibt es keine Gogo-Rausrufe und wir sind bereits in den zweiten 45 Minuten. Hier Knasmüllner auf Deni Alla, auf den ehemaligen Sturmkicker, und der schlänzt den Ball hier drüber. Er weiß, das war eine Riesenchance hier. Da ein super Zusammenspiel, Doppelpass, kein Abseits, und Alla, der schlapft den Ball hier so richtig über das Tor von Jörg Siebenhandel. Gab er hier auch Befürchtungen, dass er böse empfangen wird wie seinerzeit auch sein ehemaliger Mitspieler Keins mit einem Sauschiegel damals. Und hier das 2:0 bereits für Rapid. Und es ist der Mann, der zurückgekommen ist, nämlich Deni Alla, der hier auch nur kurz jubelt aus Respekt an den Sturmfans. Aber es gibt hier ein gellendes Pfeifkonzert nach dem Treffer. Wir sehen es hier, ein super Treffer war das. Zuspiel kam von Ljubicic und Deni Alla lässt sich nicht zweimal bitten und erzielt den Ausgleich zum 1:1. Dann noch einmal die Grazer hier mit der Chance. Riesenmöglichkeit. Aber was macht Spendlhofer da? Schießt er den Kapitän der Rapidler an, nämlich Schwab? Wir werden es in der Zeitlupe noch einmal sehen. Eine ganz kuriose Aktion. Kommt er zum Ball und anstatt gleich drauf zu hauen, will er den Ball irgendwie an Strebinger vorbei spitzeln. Und Schwab ist auch heute wieder mal der Mann für alles und verhindert hier den Treffer. Und dann sind es noch einmal die Grazer mit einer Chance, aber hier gibt es kein Abseits. Wir sehen es, Ese findet hier nicht den Ball im Tor unterzubringen. Und dann noch einmal die Rapidler mit einer super Chance zu Ende dieser Partie. Thomas Murk ist es, der an Avlonitis vorbeigeht, und eine Glanztat von Jörg Siebenhandel. Hier sehen wir es noch einmal mit der Fingerspitze. Er hat wohl die längsten Finger des Tages, verhindert hier das 2:1. Und damit gibt es ein gerechtes Unentschieden in Graz, ein 1:1. Unentschieden, also im Topspiel dieser Runde, gerechtes X? Ein komisches X, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe da ein paar Fehler gesehen von den Schiri Schuttengruber. Ein Wahnsinn, das fängt an mit dem Horror-Foul von Schwab. Schwab ist kein fieser Spieler, normal, aber das ganz war... Ganz im Gegenteil, 25. Minute. Aber das war dunkelgelb. Böses Foul. Das war rot. Ja, offene Sohle. Ja. Also das wollen wir ganz und gar nicht sehen. Hätte mich nicht überrascht, wenn die Rapidler dann nur noch zu 10 sind. Hier sieht man es, dass er... Hier sieht man noch nicht gut, aber ohne, hier sieht man es. Ja. Voll auf den Knöchel geht, ohne Rücksicht auf Verluste, das ist rot, das muss man ehrlichkeitshalber sagen. Und wenn er rot bekommt, darum sage ich das, dann kann er auch nicht retten, wenn der Spendlhofer, das werden wir auch später sehen, auf der Linie den Ball nicht reinbekommt, weil dann hat der Schwab super gerettet. Ja. Das kann dann ganz anders verlaufen. Ja. Nach 37 Minuten wieder Aufregung. Wieder ist der Schiedsrichter Manuel Schüttengruber dabei im Fokus, faul außerhalb des Strafraums. Klar, das Foul, das muss sein Assistent auch ihm anzeigen. Und dass er dann doch auf einen Elfmeter geht, das wundert mich. Eine klare Fehlentscheidung. Da sieht man es sogar noch einmal ganz deutlich. Also das Foul passiert davor. Und aber was keine Fehlentscheidung war, war die Ecke, was der Zuhl aussucht. Weil wenn er den Strebinger super drauf,
Wenn er den nicht so hoch schießt, geht der Strebung in der richtige Ecke, ja, und kann ihm halten. Und hat ihn vielleicht. Aber so. Ja, unglaublich. Absolut perfekt geschossen. Unglaublicher Elfmeter. Ja, also viel besser kannst du einen Elfmeter nicht schießen. Nach 78 Minuten dann aber doch noch der Ausgleich durch Denny Allard. Drittes Saisontor. Super Pass von Lubicic. Rapid zeigt Charakter. Knasmüller. Knasmüller war das sogar. Mhm. Und ja, super Tor. Sehr schönes Tor. Ja, und das ist dann meistens so, dass der Spieler, der dann zu einem anderen Verein geht, dann dir noch eine Bude hineinmacht. Ja. Ja, genau, und dann Spendlhofer noch einmal, ja, mit Schnappatmung für alle Sturmfans. Ja, und Stefan Schwab ist dann letztendlich der, der rettet. Ja, und hier zeigt Spendlhofer, ein guter Junge, wirklich noch einmal, ich bin Verteidiger, Jungs. Ich habe vorne eigentlich nichts zum Suchen, ja, weil den musst du normal, ja, ich sage mal, hinein lohnen. Ja, ja. Und dann Thomas Murg auf der anderen Seite auch noch einmal mit einer dicken Möglichkeit für die Rapidler. Aber da sage ich, Jörg Simonhandel, top. Mhm, gut da gemacht. Hat er kurz den Foto noch einmal gezeigt. Ja. Ich bin zwar nicht mehr dabei, aber ich bin doch noch in Form, weil den hat er sensationell. Ja. Also packende Schlussminuten in diesem Spiel. Ja. Leistungsgerechtes Unentschieden letztendlich. Ja, dann zum Schluss natürlich schon, wobei ja, ich finde, dass der Schiri das Spiel sehr beeinflusst hat. Mhm. Kein Rot, ein Elfer. Ja, dann kriegt es dann so einen Verlauf. Aber mit Sicherheit das Topspiel in dieser Runde, es war alles drinnen. Also man hätte dieses Spiel nicht mehr toppen können, was auch die Dramatik und die Spannung angeht. Es war nicht fad. Genau, wir sind gleich wieder bei Ihnen. Ziehen dann die große Bilanz dieser 6. Bundesliga-Runde damit. Bis gleich. Die große OE24 TV-Bundesliga-Show. Anpfiff. Wir haken die 6. Bundesliga-Runde ab und ziehen mit Ihnen die große Bilanz. Ja, Frankie, viel ist passiert und das sind einmal die gesammelten Ergebnisse dieses Spieltags. Die Wiener Austria gewinnt mit 2:1 gegen Mattersburg. Ganze 85 Minuten brauchen sie, damit sie dieses Spiel drehen. Wacker Innsbruck ebenfalls 2:1 gegen Hartberg im großen Aufsteigerduell. Altach verliert zu Hause gegen das Sensationsteam aus St. Pölten mit 1:2. Sturm gerade gesehen im Topspiel dieser Runde, unentschieden gegen Rapid. Meister Salzburg ein klares 3:1 gegen die Admira und der LASK setzt sich mit 2:0 gegen den WAC durch. Was bedeutet das für die Tabelle? Frankie, 6 Spiele, 6 Siege, Salzburg 18 Punkte, weiße Weste. Ja, sensationell, sensationell. Aber St. Pölten ist natürlich der große Überraschung dieser frühe Saison. Ja, sag mal, nach 6 Runden kann man doch schon eine kleine Bilanz machen. Mhm. Es kommt eine Länderspielpause, viele Vereine können ihre Wunder lecken, die können trainieren, was bis jetzt nicht gut war. Ja, unten, Altach, da muss was passieren. Mhm. Hartberg, Mattersburg, die werden auch ihre Hausaufgabe jetzt machen müssen. Ja, es wird nicht fad, es wird spannend. Und auch bei der Admira 6 Spiele, du hast 2 Tore erzielt. Ja, zu wenig. Das ist für Bundesliga-Verhältnisse wahrscheinlich auch zu wenig. Weil man natürlich die Admira kennt von letzter Saison, man kennt die Mattersburg von letzter Saison, man kennt Altach teils auch von letzter Saison. Und da war alles viel besser. Und das, ja, da muss man jetzt Ursachenforschung betreiben. Und wir haben auch in dieser Runde wieder viele Entscheidungen gesehen. Nicht alle waren tatsächlich perfekt. Wir sind beim Fehlpfiff dieser Runde. Und der ist ausgerechnet beim großen Duell der Emotionen passiert, beim Topspiel dieser Runde. Sturm gegen Rapid, Elfmeter für... Ja, ich schaue, der Assistent rennt auf der gleichen Höhe. Der Husbeck macht es gut, der fliegt da wie der Spider-Man, der hebt da und ja, dass der Schiedsrichter, das ist... Aber fliegt dann erst in den 16er hinein, das Foul ganz deutlich außerhalb des Strafraums? Das war zu 100% kein Elfmeter, weil wenn das jetzt ein Videobeweis gewesen wäre, wäre es sowieso keins gewesen, weil da hätte man das super gesehen. Der Schiri muss das sehen oder zumindest muss es der Assistent sehen auf der Linie, weil der war auf gleicher Höhe. Perfekt geschossener Elfmeter auf jeden Fall von Peter Schul. Aber wir haben einen Treffer, der noch schöner war. Unser Tor der Runde. Und dieses Tor ist am Tivoli gefallen beim Spiel zwischen Innsbruck und Hartberg. Zakaria Sanogo. Dieses Schlitzohr. Ja, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Alles gewollt. Das ist nicht der abgefälschte Flanke oder was weiß ich, was man dann glücklich nennen darf. Nein, das ist ein Top-Tor. Er sieht, dass der Tormann
zwei, drei Schritte raus macht, schaut auf und dort denkt er sich, ja, weißt du was, Knet, ich hau ihm die um die Ohren, was ich ja vorher gesagt habe. Super Tor. Er ist wirklich in aller Munde, der Bursche. Er war bei WRC einmal gut, dann ist er ein bisschen abseits gefallen gekommen und jetzt, er wird immer stärker. Ja. Er ist so ein bisschen so an den Dieng, der bei Innsbruck tut damit denken. Toller Kicker. Und Frankie, du hast es schon richtig gesagt, Länderspielpause, durchschnaufen ja. Und am 16. September geht es dann wieder weiter mit heimischer Fußballkost und diese Spiele stehen dann am Programm und da gibt es ein absolutes Topspiel dann in dieser 7. Runde. Geht am Samstag los. Hartberg gegen Altach, die Admira empfängt Sturm Graz. St. Pölten gegen Salzburg, das ist schon einmal der erste große Leckerbissen. Das ist schon ein Top-Spiel, ja. Mattersburg gegen den LASK mit den frühen Beginnzeiten, 14.30 Uhr, genauso wie WAC gegen Innsbruck. Und dann am Sonntag noch das große Wiener Derby, Rapid gegen die Austria. Ja, das ist natürlich das Spiel, was wir in der Meisterschaft haben, das Spiel des Jahres, Hin- und Retourspiel. Ja, beide sind nicht echt gut drauf. Ich bin gespannt, was die Trainer noch zusammenbringen die nächsten zwei Wochen. Und dann erwarten wir zwei frische Mannschaften, die aufeinander krachen. Ich hoffe, dass die Emotionen im Raum bleiben. Wir kennen die Geschichte nur mit Holzhausen und so weiter. Ja, genau. Es soll sportlich, soll es alles abverlangt werden, aber die Fans müssen das genießen, sollen das als Topspiel sein. Mit Sicherheit volles Haus. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Wir freuen uns auch dann am 16. September wieder auf die nächste Ausgabe von Ampfiff und die gute Tradition. Du bringst mir noch was Holländisches bei. Was kann ich besser sagen als Franco Foda und ihr Jungs, ich drücke jullie die Daumen. Jullie müssen winnen für uns Österreichers und alles Gute gegen Schweden. Zwei spannende Länderspiele, Schweden und Bosnien-Herzegowina. Ja. Also auch wir drücken klarerweise ganz fest die Daumen. Bei uns geht es direkt weiter in unserem Tipico-Wettstudio. Dort wartet bereits Clivia auf dich, lieber Frankie. Tipico stellt dir in jeder Runde 100 Euro zur Verfügung, die dann unser Experte mit einer Dreier-Kombi auch noch vervielfachen kann. Und am Ende der Saison kommt dann der gesamte Betrag der Sparte Behindertenfußball des österreichischen Behindertensportverbandes zugute. Ja, Ferri, da kommen wirklich sehr interessante Begegnungen auf uns zu. Eine Woche Verschnaufpause quasi und dann wird es doppelt spannend, denn dann heißt es It's Derby Time. Zum 327. Mal geht in Wien der große Showdown über die Bühne zwischen Rapid und der Austria und zwar am 16. September. Und dazu haben wir jetzt einen kleinen Faktencheck für Sie vorbereitet. In der vergangenen Saison blieben die Hütteldorfer in den vier Begegnungen ungeschlagen und das letzte Derby im April, das entschieden die Grün-Weißen sogar sehr klar und deutlich mit einem 4:0. Und weniger gut ist es für die Austria gelaufen. Die Violetten laufen einem Derby-Sieg seit nunmehr vier Spielen hinterher, scheint bislang nicht ganz so gut zu funktionieren. Und für Sie Zuseher zu Hause ist das natürlich auch besonders interessant. Für dieses Spiel haben Sie quasi eine Torgarantie, kann man sagen. Denn das letzte 0:0, das liegt lange zurück. Das war in der Saison 2013-2014. Ja, soweit also die Fakten zu diesem spannenden Derby, die am 16. September auf uns zukommen. Und ich freue mich jetzt, Frankie Schinkels an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Denn er weiß es natürlich ganz genau. Ja. Du musst jetzt deinen Tipp abgeben auf dieses Top-Spiel. Ja. Was kommt auf uns zu? Was erwartest du dir? Clivia, du hast schon vieles gesagt. Rapid ungeschlagen. Austria Wien auswärts nicht echt gut. Mhm. Ist eigentlich ein kleiner Prügelknabe auswärts. Und Rapid tut sich schwer zu Hause. Mhm. Sie bleiben aber ungeschlagen. Deswegen tippe ich auf ein X im Derby. 3,6, eine super Quote, was der Tipico hergegeben hat. Deswegen hoffe ich auf viele Tore. 2:2 wäre schön. Das wäre schön, ja. Und ein X. So. Das heißt, ein X und aus deinen 100 Euro, die Tipico dir zur Verfügung stellt, werden dann 360 Euro. Da schau ich. Also auf dieses Spiel musst du setzen, auf das Topspiel. Du darfst dir aber noch zwei weitere Spiele aussuchen, auf die du setzen darfst quasi. Was ist das zweite Spiel deiner Wahl? Ja, das zweite Spiel ist die Überraschungsmannschaft SGN St. Pölten gegen Red Bull Salzburg. Ja, die Tipico hat ein X mit 4,5, das ist viel. Deswegen tippe ich auch auf ein X, weil SGN St. Pölten wird ungeschlagen bleiben. Nummer 1 gegen Nummer 2, unglaublich. Und Red Bull Salzburg wird auswärts zufrieden sein mit einem X. Deswegen, das multipliziert sich, kommt eine schöne Quote zusammen. Mhm. Ja, also ich habe da mitgerechnet, beziehungsweise du musst noch ein drittes Spiel auch noch auswählen. Was ist das dritte Spiel deiner Wahl, um die Dreierkombi zu vervollständigen? Für mich eine echte Red Bull-Jäger, das sind die LASK aus Linz, eine hervorragende Mannschaft, spielen auswärts und zu Hause immer auf Sieg.
Mattersburg, ein neuer Trainer. Ich bin gespannt, was er ändert bei Mattersburg. Ich tippe trotzdem, dass LASK auswärts mit ihrer Stärke gewinnt. Deswegen tippe ich auf einen Zwarer mit einer Quote von 2,2. Auch schön. Ja, da kommt eine gute Summe zusammen. Ich habe natürlich, wie gesagt, mitgerechnet. Deine Quote kommt dann insgesamt auf 35,64. Und wenn wir das eben mit den 100 Euro multiplizieren, die der Tipico zur Verfügung stellt, dann wandern 3.564 Euro in den Topf vom österreichischen Behindertensportverband. Also wirklich eine tolle Summe. Wir hoffen, Livia, du behältst recht. Ich habe alles gegeben. Jetzt müssen die Spieler natürlich den Rest machen. Aber schön, dass Tipico uns wieder das zur Verfügung stellt. Absolut, ja. Und Sie zu Hause können natürlich auch mittippen bei diesen Topspielen oder bei jedem Spiel der nächsten Bundesliga-Runde. Sie müssen nicht der Meinung von Frankie Schinkel sein, aber Sie können. Wenn Sie mittippen wollen, können Sie das tun auf www.tipico.at. Auf Neukunden wartet ein Willkommensbonus zwischen 10 und 100 Euro. Ja, ich freue mich, dass Sie mit dabei waren bei der heutigen Bundesliga-Show und bei der Tipico-Wettshow. Damit nochmal zurück zu Ferry. Besten Dank euch beiden. Ab sofort haben Sie alle Spiele, alle Tore der aktuellen Runde schon über unsere App auf OE24TV. Die nächste Ausgabe dann von Ampfiff am 16. September. Dann sehen Sie wieder die österreichische Fußball-Bundesliga im Free-TV bei uns auf OE24TV. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie sportlich.